Ich erkläre nochmal für die Spätkommer, um was es geht. Es geht um ein Nemesis-Video. Das haben wir irgendwann mal so erfunden bei der Weihnachtsaktion. Und die Idee ist, dass Menschen auch deshalb für uns spenden, damit wir uns dann mit Sachen beschäftigen, die grauenhaft sind und uns frusten. Jetzt ist natürlich Boulder Dash überhaupt nicht grauenhaft, aber es ist dazu geeignet, zu frusten. Und zwar deswegen, weil es relativ schnell, relativ happig wird. Zumindest ist es meine Erinnerung. Und wir spielen hier Boulder Dash Deluxe von vor ein paar Jahren von BBG Entertainment hier in München. Und das Lustige daran ist, dass es nämlich auch den klassischen Boulder Dash gibt. Und es gibt sogar noch extra Levels von Peter Lieper, dem Erfinder. Und ihr seht, ich habe hier schon, oder Hagen hat hier schon reingespielt. Haltet euch fest, das, was jetzt kommt, ist die Grafik. Und das ist natürlich neu, so sah das früher nicht aus, aber das ist wirklich die Originalgrafik. Und das werden wir spielen. Und zwar bis 9, so plus minus. Und das alles als Entgegenkommen, als Dankeschön, als Strafe, dass es uns gibt für die letztjährige Weihnachtsaktion. Genau. Gibt's noch Fragen? Genau, hier schreibt gerade einer, es erkenne es nur in CGA-Grafik. Das wäre dann noch fantastischer. Das war nämlich dann violett, hellblau, schwarz und weiß als Grafik. Oder rosa, hellblau, schwarz und weiß, Cyan, genau. Und ja, der Rockford, das ist dieser kleine Typ da oben. Ich mache mal auf jetzt spielen. Der erste Level, den schaffe ich noch. Der läuft hier rum. Und ja, und dann geht er runter und ist tot, weil Steine töten. Das muss man einfach... Was ist das denn? Das ist neu. Ah, hier darf man ein Continue machen. Das ist ja geil. Das machen wir aber erst ab Level 3. Vorher brauche ich den nicht. Apropos. Also es fängt ganz leicht an und wird halt immer schwieriger. Und die... Felsen haben so eine leichte Verzögerung. Man kann also zum Beispiel sowas machen, wenn man geschickt ist. Ich werde es auch mit der Tastatur spielen. Ziel ist es, alle Juwelen in einem Level einzusammeln und sich nicht töten zu lassen. Und dann gibt es natürlich noch Komplikationen. Man muss, glaube ich, gar nicht alle Diamanten sammeln, um einen Ausgang erreichen zu dürfen. Und manchmal sind noch gar keine Diamanten da, dann muss man erst so Schmetterlinge oder was das sein sollen mit einem Felsen hauen, dann erschaffen die Diamanten, dann gibt es andere Gegner, die einen verfolgen und es gibt, das war jetzt glaube ich genug für einen Ausgang, dieses Zeichen, oder? Oder bin ich zu langsam? Keine Ahnung. Oh, das war knapp. Und dann gibt es, hey, im ersten Level möchte ich es nicht scheitern. Und dann gibt es noch die Amöben. Und das alles wird immer komplexer, aber ich habe den ersten Level geschafft. Hat jemand von euch grundsätzliche Fragen, wie das Spiel funktioniert? Oder ob es ernst gemeint ist, dass ich das jetzt 2 Stunden spiele? Antwort ja. Und ihr seht, ich bin perfekt. Kann man nichts machen. Ist halt so. Genau. Und sieht besser aus als Astro Smash, unsere aktuelle Retro-Gamer-Vollversion. Ja, würde ich auch so sagen. Ich habe auch ehrlicherweise neben Astro Smash habe ich auch versucht, von derselben Firma, nämlich BBG, Boulder Dash zu bekommen. Das gibt es sogar, aber A, gibt es das einfach online, frei erhältlich. Und dann hätte ich nicht gewusst, wie ich es ausliefern soll, weil es das halt nicht auf Steam gibt. Und das Astro Smash, das wir jetzt auf der aktuellen Retro Gamer Ausgabe haben oder in der Ausgabe, wir haben es nämlich an 17.500 Hefte, ich betone das gerne, weil es so gigantisch ist in meiner heutigen Sicht. Fröhlich drüber gelacht bei GameStar. 2 kommt als nächstes. Das kann man einfach als Steam-Code eingeben und dann für macOS oder PC Windows einfach runterladen. Und das finde ich ziemlich cool.
Und mir hat das Astro Smash tatsächlich mehrere Viertelstunden Spaß gemacht. Ich glaube, 2 Viertelstunden. Einmal allein, dann im Hagen ein bisschen. Ja, mehr ist es nicht, muss man ehrlich sagen. Es scheint wohl leichter zu sein als gedacht. Hat der Euf geschrieben, dass er schon irgendwie, irgendwann müsse er jetzt aufhören, würde einfach nicht sterben und er noch 120 leben. Vielleicht haben sie auch was kaputt gemacht, als sie in letzter Sekunde den Teleport noch eingebaut haben. Wer weiß das schon. So, wo bin ich? Da unten in Level 2. Da scheint mir jetzt... Ah, ich glaube, man kann auch Felsen schieben, gell? Ja, ja, genau, so. Da scheint mir jetzt das hier eine kleine Komplikation zu sein. Das ist ein Gegner. Und den sollte ich zum Beispiel hier hinlocken, damit er drauf geht. Mal gucken, ob mir das gelingt. Und später gibt es dann ganz viele Gegner. Ah! Wer konnte auch schon ahnen, dass der so schnell ist? Also, 2. Versuch. Ich glaube, ich muss den gar nicht töten in dem Moment. Aber einfach mal zum Training. Also, so, komm her. Ja, komm, ja, komm! Bin ich klasse oder bin ich nur normal begabt? Und genau, dann haben wir noch einen Highscore-Wettbewerb bei Astro Smash. Da wird aber, wenn ich Euf glaube, eher belohnt, wer mehr Zeit an seinem Tag erübrigen kann. Ich fand das gar nicht so leicht. Ich habe irgendwie so 30.000 Punkte geschafft in meinen Versuchen. Hagen 50. Aber wir haben es auch ehrlicherweise da nicht eine Stunde gespielt am Stück. Wo ist denn der Ausgang eigentlich? Sieht jemand den Ausgang? Oh, hier, erstes Rätsel. Wie komme ich hier durch? Ja, ganz einfach, indem ich so mache. Dann klappen die nämlich um. Und dann mache ich das nochmal und dann klacken die auch noch um und dann mache ich das hier und dann bin ich quasi durch. Ist das nicht fantastisch? Wie gesagt, das ist äquivalent der ersten 10 Tutorial-Sekunden. Und jetzt, ich glaube, dieses Aufleuchten hieß wiederum, dass der Ausgang auf ist, oder? Heißt das was anderes? Ich gucke gleich mal in den Chat. Seht ihr einen Ausgang? Ich sehe keinen Ausgang. Ah, hier ist der Ausgang. So, 2. Level geschafft. Und, ach, wisst ihr, was gut ist an diesen Leveln? Die sind relativ kurz, da kann ich immer wieder in den Chat schauen. Das wird vergleichsweise interaktiv. Jetzt ist gerade mein Mikro-Funkstreckenteil runtergefallen, aber ich glaube, ihr hört mich noch, oder? Genau. Ja, ja, das irgendwie, ich glaube, also das ist schon, also alle 1000 Punkte in extra Leben, das war auch im Original so, das haben wir extra nochmal geguckt. Aber irgendwie wird es nicht mehr schwieriger oder ist die schwierigste Stufe nicht schwierig genug? Was weiß ich. Aber vielleicht ist es aber auch zielgruppengerecht für die Retro-Gamer-Zielgruppe, die ja nicht vielleicht die Jüngsten immer sind und nicht mehr so die Reflexe haben. Gut. Oh, das ist aber schon sehr komplex hier. Aber ist mal ernsthaft, früher war doch der Bildausschnitt kleiner, oder? Hier habe ich doch eine höhere Auflösung als damals auf dem C64. Da bin ich relativ sicher, das war nicht so, wie das hier ist. Ah, ich habe ihn nicht gesehen. Zählt eigentlich immer die Tode mit, wie bei Stalker 2, wo ich bei 72 Toten war, nach 35, 36 Stunden? Und zwar trotz häufigen Neuladens, also bevor ich gestorben bin. Genau, so. Au! Wow, wow, wow! Das habe ich auch nicht gesehen, ich teste euch nur. Ich sage testen, nicht trollen. Okay, aber jetzt mit Intensity. Ich glaube, von unten kommen ist meistens sicherer. Ah! So. Oder auch so. Und es sind halt diese Kettenreaktionen, die das Spiel so spaßig machen. Es gibt dann auch wirklich Levels, die sehen komplett kaputt aus, bis man so den einen richtigen Zug macht.
Ich habe Angst, aber ich zeige sie nicht. Hat's schon geblitzt? Ist der Ausgang schon da? Ich meine, wir sind immerhin in Level 3, also das ist schon eine Leistung. Noch blitzt nix. Jetzt hat's geblitzt. Wo ist der Ausgang? Weiß jemand, wo der Ausgang ist? Ich tue meinen Mauszeiger weg, der stört. Komme ich da wieder weg? Ja. Aber irgendwie verbaue ich mir hier gerade alles. Wo ist der Ausgang? Sagt's mir nicht, ich gucke eh nicht. Ich bin hier so voller Konzentrationsbemühungen, dass ich mich jetzt... das ist natürlich nicht gut gewesen. Starte die Höhle von vorne, danke. Also, wo ist der Ausgang? Das sieht man doch eigentlich von vorher. Ich versuche jetzt mal möglichst wenig umzubauen, um mir ein wenig zu verbauen. Genau, also wie ist denn da das Vorgehen, um sich möglichst wenig zu verbauen? Von unten nach oben, von rechts nach links? Ich weiß es nicht so genau. Da komme ich wieder raus, indem ich so mache. Den hole ich mir noch. Okay, also ich muss jetzt leider. Ich habe 42 Goldbarren, ist ja kein Problem, ich mache es einfach hier in Level 3. Genau. Jetzt geh mal weg, du blöder Mauszeiger. So. Ah! Was ihr natürlich nicht wisst, jeder Zug hier ist seit Monaten einstudiert, um eine perfekte What the fuck-Choreografie, die euch zufällig und chaotisch vorkommen muss, hinzubekommen. In Wahrheit ist das noch ein größerer Showkampf, jetzt ist irgendwo offen, als der Kampf da kürzlich zwischen, na, Kampf kann man es ja nicht nennen, zwischen diesem unsäglichen Influencer Paul oder wie er heißt, Paul irgendwas, und dem Mike Tyson. So, jetzt Achtung, dass ich mir da nichts verbaue. So. Da unten ist der Ausgang. Werde ich hinkommen oder nicht? Das sagt uns gleich das Licht. Kein Problem. Und ich bin unersättlich und hole mir auch die letzten Diamanten, aber vielleicht nicht die allerletzten. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Langsam anfangen und sich dann steigern. Hallo Chat, wie geht es euch? Fühlt ihr euch wohl? Habt ihr schon das Vertrauen in meine Gaming-Skills verloren? Dachtet ihr etwa, nur weil ich das früher bis Level 30 oder 40 spielen konnte, würde ich jetzt auch nur bis Level 4 kommen, ungestützt? Dann schreibt es mir im Chat. Das ist keine mechanische Tastatur, nö. Ja. Heute soll es übrigens noch schneien in München. 15 cm sind angesagt bis morgen früh. Ich hoffe auch eher, dass es schneit als gefriert, wenn ich dann nachher nach Hause fahren muss. So, Level 4. Oh, die ersten Butterflies, die sind lustig. Also, ihr seht in diesem Level, ich habe 0 von 36 Diamanten oder Juwelen oder wie auch immer gefunden. Ja, wo sind die denn nur, diese ganzen Juwelen? Und die Wahrheit ist, das sind die Butterflies, die da rumhüpfen. Und jetzt gab es da einen Trick, man musste die irgendwie halt sammeln.
sodass man sie totwerfen kann. Ich glaube, sie selbst machen einen auch tot. Probieren wir es mal mit dem ersten und gucken, was passiert. So. So, Achtung. Ja, seht ihr? So klappt das. Perfetto, sagt der Italiener von Welt. Und jetzt habe ich schon die Hälfte. Das zeigt uns aber auch, ich muss auch die anderen beiden killen. Und das geht sogar noch einfacher, glaube ich. Passt auf. Oder seht und staunet und habet Mitleid. Ha, 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 ha! Der Mentalist. Die alten... die alten Riffle. Wenn ich so Ausbrüche an habe, dachte ich sterbe und habe es doch noch mal geschafft. So, und den hier kriegen wir auch. Oh, der ist einen anderen Weg gelaufen. Ja, sowas aber auch. Okay, dann müssen wir den mal wieder hier... So, der kommt irgendwann wieder. Ach, da hinten. Das dauert jetzt ein bisschen. La 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 la. Ich hab aber noch 24 Sekunden, macht euch keine Sorge. Der kommt schon wieder rechtzeitig. Noch 18 Sekunden, noch 17. Man muss einfach Coolness bewahren. Der kommt schon, seht ihr, da kommt er auch schon. Und yes! Und jetzt muss ich ein bisschen... Wo ist denn der Ausgang? Hat irgendjemand aufgepasst, wo der Ausgang ist? Wo ist der Ausgang? Wo ist der fucking Ausgang? Ich finde den Ausgang nicht! Nein! Wo wäre er denn gewesen? Ist doch kein Nemesis-Spiel, lästert Kinokawa. Da hast du aber wenig Ahnung. So. Also. Wo wäre der Ausgang gewesen? Sieht man den schon vorher oder sieht man den erst? Ja, ich muss einfach ein bisschen schneller machen. Nee, ich glaube, man sieht ihn erst, wenn es soweit ist. Okay. Wie ihr seht, habe ich jetzt probiert, ob man sie berühren darf, aber das darf man nicht. So. Okay, also. Das habe ich doch vorhin ganz geschickt gemacht. Ich weiß nicht mehr wie, aber irgendwie war das total geschickt. Ja, nicht ganz so geschickt, wie ich wollte. Egal. Also, da komme ich von... Ja, dann geht er ganz oben raus. Ich muss ihn schon in Laufrichtung quasi erwischen. So. Nummer 2. Und der nächste Flaviner. Ja. Und jetzt muss ich einfach aufpassen, dass ich es hier nicht wie vorhin ihn da quasi entkommen lasse. Wie mache ich das am besten? Indem ich von hier komme, genau. So, das müsste es gewesen sein. Jetzt habe ich auch mehr als genug Zeit, um den blöden Ausgang zu finden. Wo ist er denn, der Ausgang? Wenn man das natürlich weiß, hat man gewisse... Ha, natürlich ganz woanders. So, Vorteile. Und das war Level 4. Seid ihr genauso begeistert von meiner... Hicks, that escalated quickly. Von meiner Brillanz wie ich. Die kann man da eigentlich nicht perfekt holen, aber wahrscheinlich gibt es später mehr theoretisch mögliche Diamanten. So, Intermission. Ah, da habe ich jetzt... Oh, das war nix. Das war nix. Ein Satz mit X. Oh, 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 oh. Da kommt es jetzt auf Timing an. Fuck. So. Aber jetzt. Gut, weiter geht's mit Level 6. Okay. Das scheint mir nicht unkompliziert zu sein, weil die sind ja alle böse. Negieren die sich gegenseitig? Weiß das jemand?
Hier kann man auch zerstören. Ach, dann. Dann hätte ich es anders machen müssen. Nein. Ich hol mir alle. Ihr könnt mir gar nichts. Ihr habt doch alle keine Chance gegen mich. Oh. 8 von 5. Seht ihr? Das ist 33 Dienstjahre alte Spielebrillanz. Stimmt das? Nee, 30. Hä? 30. So. Also, weiter geht's. Und jetzt die Butterfly Dance. Erstmal gucken, was ich hier tun muss. Ob das so sinnvoll war, weiß ich nicht. Also, erstmal checken, was hier eigentlich zu tun ist. Okay. Das sind gewaltbereite Butterflies. Okay, ich fange hier an. Hui. Eigentlich kann da gar nicht viel passieren, außer es werden zu viele. Okay. Dass man das immer wieder anklicken muss, ist ein bisschen doof. So, vielleicht soll ich sie zerstören. Passt mal auf. Ah, knapp daneben ist auch vorbei. Dann halt nochmal. Auch da daneben. So. Es ist jetzt eigentlich schon die Kunst, dass ich wirklich jeden Einzelnen verfehlt habe. Aber irgendwann werde ich es mal schaffen. So. Erstmal den noch holen. Was werden sonst so ein bisschen viel? So, komm mal her. So. Jetzt habe ich es immerhin recht schon gelöst. Jetzt muss ich eigentlich nur so mir den Weg so ein bisschen selber versperren wie hier. Dann bin ich von denen da gesichert. So, und jetzt dasselbe nochmal hier. Ja. Jetzt könnte ich schon raus. Ah, fuck. Komm her. So. Ich finde das so ein geniales Spiel. Ganz einfache Regeln. Aber... Ganz einfache Regeln, aber gar nicht mal so leicht zu meistern. So. Das habe ich schon mal geschafft. Ich finde, jetzt mache ich es ein bisschen besser als vorher. Betonung auf bisschen. Aber das wird ein sicherer Kill, wenn er kommt. Weil die gehen ja immer quasi einer Wandseite entlang. Und wenn ich die da hinten nicht mehr habe, kann mir auch nicht so viel passieren in der weiten, bösen Welt von Boulder Dash. So. Und jetzt machen wir das hier nochmal. Da ist der Ausgang, sieht man schon. Einen brauche ich noch. Da ist jetzt zu. Den hole ich mir als letztes. Jetzt könnte ich raus, aber das deckt sich nicht mit meinem unbegründeten Ehrgeiz.
Okay, ich hab's geschafft. Ich hab's fast geschafft. Ich hab's geschafft. Nein, da ist noch einer. Ich hab aber jetzt geschafft. So, das macht mich jetzt ein klein bisschen stolz. Wie geht's euch da draußen? Schneit's bei euch auch? Die Gier, genau. 11 Tode, finde ich gar nicht schlecht. Ich meine, ich mache es mir nicht einfach. A, ich spiele als ich. B, ich hole mir mehr Diamanten, als ich müsste. So, au, Amöba. Zum ersten Mal gibt es die Amöben. Die kennt ihr aus typischen Rollenspielen. Wo bin ich denn? Ich sehe mich nicht. Ach, da oben. Aber wo sind sie denn, die Amöben? Da sind sie. Und jetzt muss man die, glaube ich, mit einem von denen quasi so zusammenschließen. Und dann gibt's... Ja... Dann gibt's... Moment... Dann gibt's irgendwann... Gibt's dann Diamanten werden da draus. Also im Prinzip muss ich dem jetzt nur den Weg frei machen, dass der zu den Amöben kann. Nee. War das dann mit Steinen? Nö, es war gar nicht. So. Oder ist das rein, dass man halt schneller sein muss, als die sich ausbreiten? Ich glaube, mit Steinen kann man sie doch umschließen, oder? Also so Sachen nicht mehr zu wissen, finde ich wirklich betrüblich, aber es ist halt so. Ich wusste das alles mal. Also wenn ich jetzt meine Theorie prüfe, oder ist es einfach, dass ich quasi dadurch... Warum war das jetzt? Was ist passiert? Kann mir das jemand erklären? Ich verstehe es nicht. Schreibt mir mal kurz, ich habe noch Zeit, 36 Sekunden. Ja. Danke, Chaos. Das ist natürlich eine richtige stilistische Beobachtung, aber ich wollte doch jetzt wissen, was die... Okay, also, weiß jemand, was das hier gerade sollte? Ich habe es nämlich vergessen und noch nicht rausgekriegt. Warum wurden die Amöben jetzt quasi in einen anderen Aggregatzustand überführt? Was hatte es sie dazu gebracht? Ja, die Musik ist ganz schön schlimm. Es gab eine Spende. Das ist super, aber sowas sehe ich doch nicht. Wir hatten gespendet und wie viel, dann sage ich das gerne. Ich bin nämlich dummerweise auch, aber warte mal, da kann ich mich wieder einloggen. Wie heißt denn der Account? Ja, ist dummerweise ja nicht. Doch, hier ist er. Wenn wir noch eingeloggt sind, kann ich nachgucken. Ja, wir sind noch eingeloggt, sehr gut. Also, ich schaue jetzt mal, wer hat hier gespendet? Dann muss ich erstmal mich hier einarbeiten wieder. Hier sind wir. Ich sehe hier nichts. Panelmarker, neueste Ereignisse ist, glaube ich. Restriktor tippte 10 Euro für ein Old Fashioned on the Rocks. Oh, das hätte ich auch gern. Auf mich wartet heute Abend, wenn ich heimkomme, der vorwurfsvolle Blick meiner Frau. Und dann ein Spritz. Aber nicht mit Aperol, sondern, wie heißt das andere Zeug, San Bitter. Das schmeckt auch ganz gut. Genau, so. Danke auf jeden Fall an Restriktor. Und wir machen weiter. Ich nehme es schon ernst. Ich muss nur mich hier noch zurechtfinden in diesem Level, was der eigentlich von mir will. Also die Amöben, weiß es jemand? Ich habe es nämlich vergessen. Die breiten sich aus und irgendwann explodieren sie. Aber warum? Also werden sie zu Steinen? Und wieso? Und wo kriege ich meine ganzen... Diamanten her? Das reicht doch ewig nicht. Da muss es also irgendeine Kettenreaktion geben. Aber welche? Hier sind noch nie im Leben 15 Diamanten versteckt, oder?
Also ich versuche jetzt mal die Amöben ganz zu ignorieren und einfach Diamanten zu pfeffen. Das wird nicht klappen, das sehe ich jetzt schon. Weil es einfach gar nicht so viele gibt. Also habe ich irgendwas hier noch nicht begriffen. Aber das Spiel muss ja auch für Menschen lösbar sein. Ich dachte, es sei ein Diamant. Ich dachte wirklich, es sei ein Diamant. Lösbar sein, die es noch nie gespielt haben. Oder muss man hier hartes Trial and Error machen? Wie komme ich also? Es muss ja eine Kettenreaktion geben. Wahrscheinlich müssen die Amöben sich auf einen Diamanten hin ausbreiten. Das macht doch am meisten Sinn, oder? Wo ist denn hier ein Diamant? Hier ist kein Diamant. Dann hole ich ihnen einen. Ich kann die ja auch... Ja, es ist schon zu spät. Ich kann die ja auch runterfallen lassen. Also so, das geht ja. Nur passiert da erstmal nichts. Let her create it when it suffocates. Ja, das habe ich ja instinktiv vorhin sogar schon richtig gemacht, aber natürlich muss man das schneller machen. Vielleicht ist die Chance vorbei, aber dann weiß ich es beim nächsten Mal. Genau. Und man kann ja auch die schieben. Na, gucken wir mal. Ja, schon wieder zu spät. Und ich glaube, es gilt wahrscheinlich diagonal nicht. Also da können Sie... Okay, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich gehe mal absichtlich drauf. Ich merke aber gerade, die Amöben killen mich gar nicht. Das ist schon mal gut. Und jetzt, da ich das weiß, dank des lieben Cybersheep, werde ich das natürlich brillant umsetzen. So. So. Also umsetzen. Das mit dem Brillant müssen wir nochmal gucken. Aber eigentlich halt möglichst viele Steine dahin befördern. Das wird schon irgendwie passen. Ja, hier nicht drauf gehen. Ah, fuck. Ich dachte, ich hätte die Chance, die Steine wegzuholen. Wie viele Tode? 15, oder? Ja. Ah, fuck, dass der dann immer noch runterrutscht. Das ist nicht so gewollt. Aber jetzt. Jetzt kann ich den zum Beispiel hier mal rüber. Na, auch nicht gut. So, komm. Einfach abholzen oben. Dann wird das schon. Ja, jetzt hier ein bisschen. Ah. Ja, da darf ich ja nicht dran, der killt mich ja sonst. Ah, ich glaube, ich habe schon wieder verbaselt. Ja, also das Eck ist jetzt zu. Das auch, das habe ich nur noch hier. Aber das ist, glaube ich, zu spät. Wie habe ich denn das vorhin? Vorhin habe ich es einfach... Ja. Habe ich es einfach so geschafft. Und meine Vermutung stimmt, glaube ich. Also diagonal kommen sie. Aber nichts in dem Spiel geschieht doch diagonal. Dann müsste es doch eigentlich auch diagonal reichen. Das ist doch immer in vier Richtungen. Das ist doch nicht so schwer. Also, nein! Okay, mein Nahtziel ist nicht mehr als 10-mal zu sterben. Also, wenn es diagonal gilt, dann ist das gar nicht so wild, denn dann habe ich demnächst hier es schon geschafft. Passt auf, meine lieben Bewunderer. Das seid ihr doch, oder? Ihr bewundert das, was ich hier tue. Aber klar, schaut mal hier. Wenn diagonal gilt, dann habe ich jetzt es links abgeschlossen. Jetzt muss ich nur noch rechts gucken, dass ich es da auch verschließe. Und da fehlt jetzt... Aber jetzt muss ich hier unten aufpassen. Meine Theorie stimmt, aber es ist gar nicht so einfach.
Also. Und natürlich umso schneller, desto einfacher. Aber es ist ja nicht mein Ziel, es einfach zu machen. Es ist mein Ziel, stecken zu bleiben. Okay. Also. Ich muss mir jetzt mal so einen Standard-Move am Anfang angewöhnen, damit ich hier nicht... Jetzt, der ist links abgeschlossen. Und jetzt noch da oben. Jetzt ist es dazu. Und jetzt muss ich nur hier gucken. Ah, fuck. Komme ich denn da unten hin? So. Damit sind die Amöben eingeschlossen, auch wenn es noch eine Weile dauern wird. Wie dann daraus Diamanten werden, keine Ahnung, wir werden sehen. Vielleicht mache ich auch immer noch was falsch. Jetzt möchte ich mal sehen, wie die Interaktion da gleich ist mit dem Vieh, aber da habe ich noch kurz hier Einsammelzeit. Ich vermute ja, wenn die auf den Diamanten treffen. Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut. So. Ja, jetzt treffen sie aber nicht auf einen Diamanten. Also irgendwie werden da ja keine Diamanten draus. Kann es sein, dass die einen Diamanten quasi erreichen müssen? Wenn ja, kann es sein, dass ich's... Nein! Hahaha! Sie sind erstickt tatsächlich. Das ist ja einfach, wenn man es mal weiß. Ja. Dann macht es natürlich Sinn, möglichst weit sie aufzubauen. Was ist denn jetzt los? Oh, Beeilung. Ich spiele es übrigens ohne Ton. Muss ich euch dazu sagen, weil mich diese Musik unglaublich nervt. So. Das war doch jetzt relativ anstrengend. Die Deutsche Bahn ist nicht geschafft, Soka abzuhalten. Wie... Boulder der Fjörg zerstört. Du hast da die Wortreihung nicht ganz richtig hinbekommen. Ja, genau, sie ersticken. Das hat der andere gerade geschrieben. Danke für den Spendenhinweis und... Oh, danke! 25 Euro an Klaus! Jetzt ist übrigens bei mir Boulder Dash wieder, hat sich minimiert, aber jetzt habe ich es wieder gefunden. Warum habe ich eigentlich keinen Ton? Jetzt mal ernsthaft gefragt. Eigentlich sollte ich ja Ton haben, aber da ich ihn nicht habe, brauche ich das auch nicht. Ich bin schon echt begeistert. Okay. So, Level 9. Gibt es eigentlich irgendwelche auralen Hinweise? Weil dann würde ich ja den Hard-Modus haben. Ich habe mich gefunden. Ich bin da oben. Und jetzt gibt es hier neue Wände, oder? Das ist doch neu da unten. Ich dachte, der will Freund mit mir sein. Ihr merkt einfach, ich kann es nicht verhehlen, ich kann immer nur eine Sache gleichzeitig. Was ist denn das? Was macht das? Warum blinkt das so komisch? Ist das vielleicht... Nee, da passiert auch nichts. Dann müssen wir das noch kennenlernen. Da habe ich mich jetzt gut eingebaut. Nein. So, wie viel habe ich denn? 15. Oh, das war nicht gut. Irgendwie weiß nicht, wie der sich jetzt gekillt hat. Das war Glück. Irgendwas, da muss da wahrscheinlich Steine drauf fallen lassen. Das ist das Wahrscheinlichste. Ja, und dann verschwinden. Ah, und wir. Ja, natürlich. Wisst ihr, ich weiß das alles. Also jetzt fällt mir es wieder ein. Das ist ja wunderschön. Schaut her. Ding, ding. Das sind immer noch bei den allerersten Levels übrigens. Und er muss praktisch fallen und es muss, glaube ich, auch platt sein. Das sind natürlich mehrere miteinander. Ah, da haben wir Glück gehabt. Konkurrierende, jetzt habe ich es geschafft. Anforderungen. Jetzt schaue ich erst, wo die Tür ist. Die ist oft rechts, habe ich das Gefühl. Außer wenn ich denke, sie ist rechts, dann ist sie nicht rechts, sondern... Wo ist sie denn?
Da oben. Okay, ich habe noch 30 Sekunden. Das schaffen wir noch. Da ein bisschen den Score zu erhöhen. Oder auch nicht. Ja, keine Aufregung. Achso, ich muss ja noch einsammeln. Das allerdings, da habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ja, nur die Ruhe. Wo war's? Da oben. So, 22 von 15. Und ich wusste gar nicht, was ich hier tue. Ich bin so gut. Jetzt ist das Spiel wieder verschwunden. Ist echt interessant. So, weiter geht's. Wir sind in Level 10 angelangt. Ich finde, wenn man Level 10 schafft, muss man sich nicht ärgern, oder? Dann hat man schon was geleistet im Leben. Intermission. Okay. Da muss man mit dem richtigen Timing dran. Und ich habe es geschafft. Mit Bravour. Noch bravouröser wäre gewesen, ich hätte die alle noch explodieren lassen. So, Level 11. Gut. Das sieht nach vielen aus. Und da ist wahrscheinlich... Ah ja, das ist der Trick. Das ist natürlich auch der Ausgang. Und jetzt muss ich das irgendwie schaffen, mich halt nicht einzubauen. Genau. Ich glaube, hier kann ich gefahrlos sie erstmal runterfallen lassen. Dass so viel... Ah, da kann man sich drunter stellen. Gibt mir das Mana. Ah ja, und die werden natürlich dann mit der Zeit. Also ich muss schon ins Risiko, weil sonst kommen da jetzt überall die Felsen. Das hätte ich auch noch besser lösen können. Und jetzt, das war's. Also ich habe mir einige verbaut. Aber ich habe ja noch andere Chancen. Ja, ich verbaue mir gefühlt zu viel. Aber ich glaube, wenn ich so weitermache, müsste es gut gehen. Mein Endeavor. Aber ich komme vielleicht gar nicht durch. Das ist auch ein Risiko, weil ich habe nicht wirklich den Plan, was ich hier gerade mache. Und das war's. Okay, das ist ja gar nicht so wenig tricky hier. Also dieses Anzapfen und einfach mal rausfallen lassen, scheint mir nicht das Blödeste zu sein. Wie viele Tode? Spitter, das ist Boulder Dash Deluxe. Das ist eine offizielle, so 5 bis 10 Jahre, ich weiß nicht genau, alte Version von BBG Entertainment. Und da ist, also ich zeige euch, genau, ich zeige euch gleich mal, wie die neuen Levels aussehen, wenn ich den geschafft habe. Die finde ich wesentlich unschöner, ehrlich gesagt. Und da gibt es eben die Classic Levels auch. Darum sieht man da diesen modernen Overlay. Also, dann nochmal. So kann mir ja nichts passieren. Ich bleibe ganz ruhig. Irgendwie ist das schon geil. Jetzt aber mal gut. Aber ich habe mir sehr viel verbaut, wie ihr seht. Und kommt da gar nicht so dran. Kommt nochmal. Ah, das war's gar nicht schlecht. Also vielleicht lieber hier mal möglichst viel leer räumen, denke ich mir. Genau. Weil dann komme ich ja nachher auch wieder zurück. Darum geht es ja letzten Endes. Ich musste da wieder hin. Also machen wir fleißig weiter. Ja, aber da ist jetzt aus. Ah, nicht ganz. Aber hier ist jetzt aus. Den kann ich schieben. Und da müsste ich auch schieben können. Aber ich habe erst einen Bruchteil.
37. Und noch komme ich zurück. Das ist ja das Wichtige. Weil noch eine Lage mehr, was auch immer. Okay, jetzt muss ich hier so ein bisschen fangen. Das ist auch geil. Ich muss nur gucken, wenn dann irgendwann wieder ein Felsen kommt. Ja, das ist mir jetzt zu knifflig. Ich finde das so geil, dieses Spiel. Jetzt weiß ich wieder, was mich daran so begeistert hat. Und weswegen es mich so stören wird, wenn ich hier wirklich versagen sollte. Bislang übe ich ja noch. Und es sieht gut aus. Ich habe es fast geschafft und ich habe noch über 30 Sekunden. Jetzt lasse ich das mal alles hier sich abarbeiten. Kein Problem. Und jetzt arbeite ich an meinem Highscore. Ich habe noch 19 Sekunden. Ja. Und jetzt nicht auf den letzten Metern sich noch was einfangen. Ah, aber das ist zu verlockend da oben. 7, 6, 5, 4. Ha! Genau. Jetzt machen wir ein eigenes kleines Intermezzo. Wir merken uns, dass ich bei 12 bin. Man sieht es aber auch deutlich, weil hier noch nichts ist. Und dann gehe ich mal zurück und zeige euch, das muss man sich jetzt irgendwie freischalten. Habe ich irgendwas? Oh, ich habe jetzt 41 Sterne. Das reicht ja für nix. Hier zeige ich euch mal ein Level. Und ich hoffe, ihr stimmt mir zu, dass die alte Grafik zu bevorzugen ist. Auch wenn es natürlich löblich ist, das ist ganz anders aussehen zu lassen. Krabben sind, glaube ich, diese pulsierenden Dinger von vorher. Es gibt auch Punkte. Genau, die Krabben. Achso, ja, und die Krabben. Wenn man die, ja, dingst, dann, genau, ja. Also ich persönlich finde die alte Grafik schöner, obwohl das natürlich das herzallerliebst gemacht ist. Und sie haben halt auch verschiedene, aus der Nähe sieht es eher aus wie so ein Mutant aus Stalker 2. Sie haben halt auch so verschiedene Grafiksets und so, alles wunderbar. Aber da bin ich eigentlich zu sehr Traditionalist. Genau. So, gehen wir also wieder in das Classic Boulder Dash. Gucken kurz auf den Chat. Gibt es einen wertvollen Buy? Ja, das finde ich auch, Herr Gerald. Ja, die Gods-Neuauflage, die habe ich wieder im Kopf, weil ich das Interview mit dem Mike Montgomery ja nochmal geschnitten habe für die Abonnenten von Retro Gamer. Dieses Mal mit Link. So, was muss ich hier tun? Wo bin ich? Ich finde mich nie. Wo bin ich denn? Ach, hier. Wo war ich denn? Jetzt weiß ich's. So. Ja. So. Ich denke wirklich, das sei ein Diamant. Das liegt daran, dass es gerade eine Krabbe war und jetzt blinkt es einfach nur. Ist ja gut. Nein, ich bin so dumm. So. Hier gibt es nur 6 Diamanten einzusammeln und dabei gilt es sich, anders als ich jetzt hier zum Test euch gezeigt habe, nicht zuzubauen. Komme ich hier noch durch? Eher nicht. Wie kann ich denn jetzt, kann ich sterben? Neustart. Gilt nicht als tot, finde ich. Bin ja nicht gestorben. Na gut, gilt als tot. Also, dann mal etwas taktisch wertvoller. Es sollte ja wohl ein Uhrzeigersinn-Marsch werden, um mich möglichst wenig zuzubauen. Das ist hiermit schon gescheitert, aber macht an der Stelle nichts. Also ich muss immer hier aufpassen, dass ich wieder rauskomme. Entsprechend mache ich jetzt hier den Platz, dass die da durchfallen können. Genau, jetzt habe ich nämlich hier einen dauerhaften Zugang, wenn ich es nicht verbasele. Also ich finde, ich mache es teilweise gar nicht schlecht.
Was findet ihr? Schnauze. So, Achtung. Ding, ding. Seht ihr? So. Ja, jetzt Achtung. Ich glaube, hier rum ist besser. Genau. Und wieder so zurück. Aber jetzt habe ich mich da eingekesselt. Jetzt habe ich noch eine zweite Chance nicht mehr. Das war's. Schade, aber auch. Okay. Nächster Versuch. Also hier. Das war jetzt einfach vertippt. Nicht verklickt, vertippt. Also hier Platz zu machen schadet nicht. Genau. Machen wir mal auf der Seite auch Platz. Dass uns das nicht... Okay. So, aber das müsste doch mehr als reichen. Jetzt können wir uns sogar den Luxus leisten. Das ist ja wohl auch die Höhe mit den Dingern. Da muss ich, ich kann das ja gar nicht sehen. Da muss ich Glück haben, dass er gerade in die andere Richtung will, weil der ja bei, der macht ja immer so, auch wenn er sich gar nicht bewegt für uns. Das ist also reine Glückssache, wenn man nicht gut darin ist, Frames zu zählen. Ich beweise es euch mal, dass ich Unrecht habe. Ein Feind geht er immer auf das freie Feld. Ja, dann ist es natürlich gar nicht machbar. Gut. Aber jetzt mal wieder ein ernsthafter Versuch. Por favor. Wir sind also in Portugal. Ne, per favor. Wer sagt per und wer sagt por? Por sagen die Portugiesen wegen Portugal und per sagen die Italiener. Fuck. Von verbaut, Neustart. Okay, ich muss mal weniger lustig reden und mehr gezielt spielen. Und darum fange ich nochmal an. Das zählt nur als halbe Tode, oder? So. Ich mach's echt nicht gut gerade. Also. Mal ganz ruhig und mit der mir eigenen Gelassenheit. So, das macht schon was aus. Jetzt müssten die da oben alle abfließen und ich kann mich hier drum kümmern. Ich glaube, ich habe es schon verkackt. Das sehe ich nicht, wie ich die noch alle wegbekommen soll. Aber wir können es mal probieren. Ich glaube, ich schaff's. Ja. Gut. Dann, da oben ist einer und da ist genug Platz zum Abbauen. Also machen wir das. Aber auch nicht über Gebühr. So. Wie kriegen wir den, ohne uns Probleme zu bereiten? Einfach so. Jetztle. So. Wo machen wir weiter? 55 Sekunden, ich krieg auch ein Zeitproblem. Wir machen hier weiter. Also, ich mache Platz. Und jetzt können die beiden abrollen. Und wie komme ich da rechts rein? Habe ich mir das schon verbaut? Nee, da kann ich theoretisch oben noch dran, aber ich glaube, ich habe mir es verbaut. Das ist ja ein echt schwerer Level, Leute. Ja, ja, völlig unmöglich, das von der Zeit her noch zu schaffen. Aber ich brauche wirklich alle sechs. Das ist ja echt knifflig. Ich spiele mit Tastatur, der einen Stream schaut.
Hier. Das klappt doch, also es liegt nicht an der Bedienung. Es liegt an dem Bediener. Aber ich muss jetzt. Ich muss jetzt einfach schneller werden. Ah, fucko. Oder sag mal, kann ich nicht, wenn ich einen von denen explodieren lasse, macht er doch auch ein Loch, oder? Da war doch was. Aber unten bringt mir das nichts. Das würde mir nur bei so einem. Also ich muss hier einfach weniger reden, schneller machen. Nicht, dass an dem einliegt hier. Abfließen lassen. Und wie habe ich das vorhin so super geschafft? Irgendwie einfach durchgerannt, genau. Nicht weiter drüber nachgedacht. Trotzdem brauche ich ja Platz jetzt hier. Genau. Und was war so problematisch? Den schaffe ich noch. Und dann hatte ich hier das Problem. Korrekt. Aber den kann ich doch einfach wegschieben, wenn ich schnell genug bin. Jetzt war ich aber bei dem. Jetzt ist es da schon wieder aus und ich habe es hier verbaut. Ah, Mist. Sollte ich hier wirklich im Level 12 schon scheitern? Nach dem nächsten Scheitern werde ich mal den weisen, alleswissenden, klugen Chat fragen. Das seid ihr. Also, ich glaube, links schaffe ich ja, das ist Zeitverschwendung, das immer wieder zu machen. Ich muss jetzt mal nach rechts rüber. Und manchmal hilft es gar nicht so viel nachzudenken, sondern einfach zu machen. Wisst ihr, im Jetzt zu sein. Das Chin und Chan und Krin und Kran. Wenn ich den jetzt runterlasse, passiert nichts. Dadurch komme ich hier durch. Ich darf dann nur keine mehr auslösen. Das geht ja gar nicht. Ich mach mal weiter. Und habe mich hier verbaut. Hier komme ich jetzt einmal durch. Und das war's dann. Knifflig. Von rechts nach links, sagt Autumbler. Doch, die Chat-Blicker, die können das berechnen. Das liegt nur an mir. Also von rechts nach links, sagt Autumbler. Dann probiere ich das mal. Aber hier kann ich ja nicht, oder? Wenn ich da. Wobei, hier habe ich eine Chance. Ja. Seht ihr? Das hilft schon mal. Dann habe ich nämlich auch einen Durchgang. Bei dem mache ich das allerdings nicht. Warum mache ich nicht? Weil er mich sofort killt. Aber jetzt muss ich mal eine Spielregel präzisieren. Nichts präzisieren. Aber von unten. Hier habe ich ja alles. Hier brauche ich ja gar nichts mehr. Aber hier ist wahrscheinlich der Ausgang nachher. Schaut hier, das hier. Das ist doch sehr verdächtig, oder? So, der hier. Ich werde es nicht schaffen von der Zeit, aber darum geht es jetzt gerade nicht. Es geht um eine Taktik. Also, dann mache ich erst den rechts. Dann versuche ich mal, ob ich nicht die hier besser wegkriege. Ja. Aber ich muss zurück nachher, nicht vergessen. Na, schlecht schon mal. Ja, das ist jetzt schon schlecht, weil den kann ich zwar noch hinschieben. Ah, ne, den zweiten kann ich auch noch schieben. Wenn der jetzt kommt, kann ich den auch noch schieben. Aber ob das reicht, wer weiß das schon, weil es darf jetzt keiner mehr darunter fallen. Das wird er aber, wenn ich das so richtig sehe. Jetzt ist es vorbei. Ja. Also man muss, also wahrscheinlich muss man einfach noch mehr Platz sich freiräumen überall, um das schaffen zu können. Ich finde das ein echt schweren Level. Gut, also standardmäßig jetzt nach Dingens ihn runterfallen lassen. Hier brauche ich einfach noch viel mehr Platz.
Also holen wir uns den. Soweit irgendwie möglich. Aber ich darf nicht dran, der killt mich ja sofort. Und hier muss ich eigentlich nur bis zu dem Dings kommen. Das käme ich jetzt. So, und jetzt? Vielleicht kann ich, dass die da gar nicht runterfallen, alle. Das wäre schon mal ein Fortschritt, glaube ich. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Ich würde sagen, ich habe was verbaut. Außer der Eingang wäre doch woanders, aber das ist so offensichtlich, dass es da ist. Also, der. Das. Ah ja, ich kann ja auch hier noch Platz machen. Ah nein, ich räume zu viel ab. Ich sehe es. Ich sehe es doch selbst. Also ich muss möglichst wenig Steine da reinrutschen lassen. Ich muss möglichst wenig Steine auf meinen Kopf fallen lassen. Wie viele Tote? Wer hat mitgezählt? Keiner? Ihr seid so enttäuschend. Okay. Wie komme ich jetzt möglichst? Naja, die kippen immer wieder runter. Ich kann sie mal nach links kippen lassen. Und den einfach stehen lassen, aber dann komme ich nicht an denen vorbei. Ah, passt mal auf. Der Gedanke war richtig, die Ausführung nicht. Ich räume die gar nicht alle ab, sondern ich gehe so dran. Achtung. Eins, zwei. Ah, das geht auch reinschieben. Das wusste ich gar nicht. So, wisst ihr, dass ich hier quasi eine Straße habe, wo nichts passiert. So. Also das wäre jetzt sicher. Jetzt muss ich halt irgendwie da in die andere Richtung abbauen. Ja. Vielleicht ist mein Gedanke richtig. Vielleicht ist er auch falsch. Dass ich hier mir quasi eine Rettungsgasse lasse. Und das alles wesentlich schneller, als was ich da gerade hinbekomme. Jetzt habe ich es doch geschafft, oder? Nee, das hätte ich nicht machen dürfen. Das war mein... Wenn ich weggehe, war es das in dem Level. Aber ich glaube, der Gedanke, ein bisschen was stehen zu lassen, ist schon mal richtig. Gehen wir mal weiter. Das ist relativ... Das ist lösbar. Nicht für mich, aber... für andere Menschen. Dass ich von oben reinkomme. Nee, so ist es nicht richtig, glaube ich. Jetzt war es das schon wieder. Ja, ich kann noch ein bisschen hier nachhelfen, aber ich komme da nicht mehr dran. Okay, was machen wir denn jetzt? Ich bin da nicht fähig. Hat jemand einen Tipp? Ja, aber dann habe ich doch nachher das Problem. Ich versuche es nochmal links. Bei Stalker bin ich weniger gestorben. Das ist so ein tolles Spiel übrigens. Also lasst euch mit einem gut ausgestalteten PC, sage ich mal, nicht einreden, dass das ein Bugfest sei. Ich habe jetzt allerdings auch gehört, dass es auf Xbox gut laufe. So, das reicht. Wunderbar.
Ich bin noch nicht in the zone. Ihr werdet es merken, wenn ich es bin. War ich schon mal in der Zone heute? Ich weiß es nicht. Den brauchen wir nicht. Das müsste reichen. Naja, können wir sehen. So. Ich komme noch zurück. Okay. Dann haben wir hier. Das soll erfüllt. Jetzt weiß ich nicht, ob man da überhaupt durchkommen kann. Doch, das müsste gerade reichen. Ja, seht ihr? Aber hier wird's knifflig. Uiuiuiui. Na? Jetzt fehlen nur noch zwei. Und jetzt wird's halt tricky, sticky. Aber das verbaut mir nichts. Ich möchte jetzt keinen falschen Fehler machen. So, das sieht doch auch sehr gut aus. Jetzt wird die Zeit knapp, sage ich euch. Kann ich die nicht da alle runterholen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist es. Ich hab's, ich schaff's. Jetzt nur nicht. Nur nicht hudle. Ha! Das ist echt jetzt ein gewisser Triumph für mich. Wie kann ich mir denn mehr Zeit kaufen? Das ist doch was für Schwächlinge. So. Level 13. 13 ist eine Glückszahl, oder? Ach, eine Intermission. Das. Ja. Euer Ernst? Nein, nicht euer Ernst. Okay, wir beobachten das erstmal, wo die hinlaufen. Die bewegen sich ja chaotisch, aber sie tun mir nichts. Na, also laufe ich einfach hinterher. Gar kein Problem. Okay. Nee, wir machen das nochmal ohne Hektik. Einfach in die Mitte stellen, da sind wir sicher. Das soll irgendjemand verstehen, das ist doch Chaos-Theorie hier. Jetzt. Ja. Nur die Ruhe. In der Mitte ist man sicher. Irgendwann haben die sich da auch ausgekröselt. Oder auch nicht. Oh, das gab nur 2 Sterne. Sehr gut. Das erste Mal, dass ich nur 2 Sterne habe. Level 14. Apokalypse. Und warum? Ah! Lustig. Okay. Ich glaube, was muss ich denn da jetzt machen? Das ist irgendwie sowas, wo man eine Sache machen muss. Das sind ja Schmetterlinge. Wenn die mit Stein getroffen werden, werden sie zu Diamanten. Korrekt? Ich probiere mal, was passiert. Oder wenn sie mich treffen, werden sie auch zu Diamanten. Schade, dass Hagen nicht da ist und wir könnten es Koop spielen, dann kann er reinlaufen. Muss ich einfach warten, bis die Dings die erreicht? Kann das sein? Muss ich hier was machen? Ich weiß es nicht. Ich bin unkonzentriert. Wenn ein Gehirn auf derartigem Leistungslevel derartige Taten vollbringt, dann wird man auch mal unkonzentriert.
das ist, glaube ich, schon mal nicht schlecht. Die muss ich, glaube ich, einfach zu den... Das auch? Einfach hier. Genau, das war's. Und ich darf nicht zu lange warten. Wegen den Amöben. Und die könnte ich mir auch noch holen, wahrscheinlich. Aber wollen ja mal nicht das übertreiben. Das gibt einen schönen Score. Weiß jemand, wo der Ausgang ist? Da ist der Ausgang. Ach, und ich muss es schaffen, bevor die da am Ausgang sind. Ja, das war leicht. Das war leicht. Ja, genau. TSA Lightning hat es auch gesagt. Nummer 15. Zickzack. Ah, ich habe es begriffen. Die müssen doch nur hier irgendwie zusammenkommen, ohne dass sie mich treffen. Könnten sie das mal tun? Nee, machen sie aber nicht. Ah, ich bin immer ein Fan von Chaos. Okay. Ja, das probieren wir nochmal anders. Okay, wir fangen mal rechts an. Also. So. Das müsste ja von alleine fast klappen. Nee, auch nicht. Na, irgendwie habe ich das mental noch nicht ganz gelöst. Also komm, das ist doch einfach. Ach, wir machen das alles auf einmal. Kommt her. Wir gucken einfach mal, was passiert. Ich zapf die von unten an, das ist doch viel gescheiter. Schaut her. Und dann führe ich sie hier ran. Wenn sie irgendwann mal kommen. So, jetzt müssen die sich nur noch treffen. Und ich warte hier an der Ecke. Da kann mir nichts passieren. So. Jetzt, da treffen sich welche. Achtung, jetzt gleich. Gleich geht's los. Ich glaube, die tun sich einfach gar nichts. Und dass mich einer reicht, das war nur der Test, ob es überhaupt noch funktioniert. Okay. Ich muss, glaube ich, wirklich jeden einzelnen von einem Boulder treffen lassen. Ja. Ja, ich brauche gar nicht alle. Ich brauche nur genug für den Ausgang. Das ist ja. Einfacher als ich dachte. Guck mal, jetzt habe ich ja schon einige. Also dann hole ich mir den nächsten hier. Er musste jetzt drüber kommen. Ach, sind noch zwei unterwegs. Der kommt aber jetzt zu mir, genau. Und jetzt habe ich den. Und habe das Glück des Tüchtigen. Gut, holen wir uns den nächsten. Come on! Gehen immer rechts lang. Also wird er auf der Route hier kommen. Ja, weniger Wege wären besser. Jetzt kommt er da gleich raus. Achtung! Jawohl! Und damit habe ich, glaube ich, den Level, wenn ich jetzt nicht drauf gehe, geschafft.
Aber ich guck mal, ob ich unten Glück habe. Nee, natürlich nicht. Weiß jemand, wo der Ausgang ist? Ist auch wieder so leicht chaotisch hier schon. Da unten ist er. Ob das noch was wird? Jetzt pass auf. Naja, ich bin nicht so ganz geschickt, wie ich dachte. Jetzt müsste er aber irgendwann da hochkommen. Nee, der ist da eingeschlossen. Dann hole ich ihn wieder unten. Das kriege ich hin, passt auch. Und zwar. So. Nee, falsche Richtung. Okay, ich gebe auf. Minimal reicht mir dieses Mal. Jo, die mögen sich, die treffen sich nicht mit dem Stein. Genau. So, weiter geht's. Der Level 16. Und was gibt's hier zu tun? Classic 16. Da ist irgendwas passiert, was zu schnell für mich war, um es zu ergründen. Huch. Okay. Da geht's anscheinend nicht weiter. Ach, die Regel habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, das ist auch leicht zu schaffen. Nein, du Dumm! Das wäre gewesen. Damit hätte ich es geschafft, aber ich schaffe es auch so, kein Problem. Jetzt. Wir machen jetzt mal ein, zwei Level minimal, damit ich hier mal verschnaufen kann. Diese geistige Superanstrengung. Und jetzt fehlen noch genau zwei, weil ich so schlecht gemacht habe. Die werde ich auch nicht mehr schaffen, glaube ich. Machen wir nochmal. Also. Ja, das war nix. Guck mal, jetzt teilweise sind sie sofort tot und teilweise nicht. Das ist ja auch seltsam. Jetzt hier war das Ding, wo sie alle durch sollen. Genau. Also möglichst, das bringt nichts. Möglichst viele sollen da runterkullern. Okay, und los geht's. Das klappt ja gar nicht. Sie brauchen auch eine gewisse Fallhöhe, oder? Also, wie sterbe ich jetzt? Neuer Start. Nee, ich muss noch. Ach, die müssen noch live geschaltet werden. Offensichtlich. Oder nee, darunter muss Platz sein, dann funktioniert's, genau. Ja, okay, dann habe ich es kapiert. Ja, aber es muss halt Platz sein. Das ist die Regelung. Weswegen ich es mir jetzt schon wieder verbaut haben dürfte. Okay, aber jetzt weiß ich das wieder. So, dann machen wir hier erstmal Platz, wie sich's gehört. Ja. So. Also ich finde ja, Minecraft ist da nichts dagegen. Habe ich nicht gesehen. Das war ein Poltergeist, den konnte ich nicht sehen. So. Das reicht doch, wenn ich hier mache. Das ist doch alles unnötig hier drüben. So.
jetzt schön von unten Platz machen und einfach das ganze Zeug da durchfallen lassen. Genau, jetzt ist hier voll, aber das sollte schon reichen. Genau. Da unten ist auch das Ziel, also wenn ich jetzt nicht noch gegen so einen komischen Dings drauf gehe, was durchaus passieren könnte, habe ich es doch eigentlich. Kann ich noch irgendeinen holen? Oh, der nicht, aber... Nee, den auch nicht, aber der hier müsste kommen. Ah, fuck, fast hätte ich ihn geschafft. Ein Gegner. Das müsste noch ein paar geben. Die müssten auch runterkullern. Ich glaube mehr. Ah, da drüben gibt es auch noch. Ja, sonst glaube ich, war es das jetzt. Da habe ich doch eine ganz gute Ausbeute gemacht, oder? Gehen bestimmt auch noch mehr. Aber ich begnüge mich jetzt. Was sagt der Chat? Der Chat ist eingeschlafen. Hallo Wanni, moin. Hallo Feniliro. Ist der Protagonist eigentlich eine Turbo-Ameise? Ja, ich glaube, das ist so eine Ameise, oder? Rockford heißt er halt. Aber die Idee dieser was freiräumen so, die gab es ja auch noch in anderen Spielen. Enchanted Boxes. Enchanted Boxes, ist schon klar, ich muss da irgendwie Platz drin schaffen. Dann fallen da die Dinger durch, aber so halt nicht. Ah, ich muss die da unten zur Explosion bringen, dann machen sie ein Loch und ich komme rein. Ja, ja, seht ihr, ich hab einen zur Explosion gebracht. Nullo problemo. Gut. Also. Da geht's nicht durch. Jedes Mal! Okay. Dabei, ich habe ja doch genug Zeit. Das geht dann ratzfatz, wenn ich erstmal drunten bin. Aber wahrscheinlich gehe ich besser hier lang. So, jetzt habe ich Platz. Jetzt kann ich ihn rauslassen. Achtung. Und dann hole ich ihn mir. An der falschen Stelle. Ich brauche ihn da. Für die Box, du Dumm. Ich rede immer so mit mir. Es ist liebevoll gemeint. Okay. Okay. Alles wird gut. Ja. Bis es nicht gut wird. Ich habe nur diese eine Chance, fürchte ich. Oder von oben? Es geht von der Seite. Es muss nur direkt dran sein. Ja, dann ist es doch auf der Seite viel einfacher. Jetzt werdet ihr gleich sehen und staunen, was euer Mentalist hier bewerkstelligt. Passt auf. Seid ihr bereit? Seid ihr wirklich, wirklich, wirklich bereit? Dann staunen! Das war Gegenwind, da konnte ich nichts dafür. Hat jemand die Tode noch im Kopf? Da geht's hoch. Okay, ich lasse ihn jetzt einmal laufen. Ich habe noch eine zweite Chance. Jetzt habe ich die Chance. Ich finde das kein... Also, das ist doch gar nicht so unlustig zum Zugucken, oder? Ich kann es schwer einschätzen, aber ich fände es lustig auf eine gewisse Art. Ja. Okay. Ja, ja. Komm her. Nicht so kommen. Du sollst von unten kommen. Okay.
Hat ihr mir die Tote gezählt? Klaus, sei nicht so defätistisch. Spiel du mal vor einem derart wissensreichen und konstruktiven Publikum. Warum schaffe ich das eigentlich hier nicht gleich? Das wäre doch das Einfachste. Fuck! Okay, aber jetzt stellen wir uns einfach. Wir lassen ihm mal Platz. So, jetzt soll er mich einmal umrunden. Er darf nicht. Nee. Okay, jetzt habe ich ihn. Nee, weil er überhaupt nicht da durchkommt. Ich schaff's überhaupt nicht. Vielleicht noch mal hier. Passt mal auf. Ich guck mal. Wenn er unten raus. Er ist kaputt gegangen. Okay. Ja gut, dann muss ich mir einen anderen holen. Ist doch kein Problem. Hol ich mir den hier. Der kommt schon. Ihr werdet sehen. Jetzt! Nee, die haben alle einen Links. Nee. Nee, aber hier in der Mitte könnte ich sie mir holen. Jetzt wartet mal. Zwei habe ich noch. Das schaffen wir schon. Schaut mal her. Ich habe halt auch Reaktionen, die nicht spieladäquat sind. Also er muss direkt daneben. Okay. Aber also langsam komme ich der Sache näher. Warum schaffe ich das nicht hier sofort? Was spricht da dagegen, dass ich von der anderen Seite kommen muss? Einfach, passt auf. Ja, das geht hier natürlich nicht. Okay. Okay, was mache ich jetzt hier? Nee, ich bin so doof. Ich weiß, wie es geht. Achtung. Seid ihr bereit? Schaut ihr? Schaut und lernet. Ihr schaut noch nicht, darum mache ich es noch nicht richtig. Mache ich erst, wenn er schaut. So, jetzt passt auf. Habt ihr geschaut? Nee, meine Idee war jetzt, dass ich hier halt quasi. Soll ich euch das jetzt erklären, sodass ihr es auch verstehen könnt? Dass ich ihn halt hier in diesen Kamin zwinge. Okay. Oder wir machen es ganz anders. Aber ist er, dass er halt hier hochläuft? Aber es macht halt nicht, weil er links rumgeht, glaube ich. Ach, diese Anspannung. So, jetzt passt mal auf. Nein, ihr darf da nicht drauf gehen! Aber er geht immer links rum. Warum? Ich muss einfach versuchen, von der anderen Seite zu kommen. Dann ist es überhaupt kein Problem. Also, jetzt gehen wir erstmal auf die andere Seite. So. Und den vergessen wir einfach. Der ist unwichtig. Wir holen uns jetzt den! Jetzt habe ich es geschafft beim ersten. Seht ihr? Ist nicht gesagt, dass ich es auch beim zweiten schaffe, aber. So. Außerdem brauche ich das gar nicht. Ich brauche nur eine Box im Sinne des Erfinders. Na, vielleicht nicht. Vielleicht reicht eine Box nicht. Eine Box reicht mal so gar nicht, habe ich das Gefühl. Hä? 2 von 12? Achso, weil ich es noch nicht eingesammelt habe. Okay. Ja, naja, wir brauchen noch die zweite Seite. Kriegen wir hin. Also. Dieses Mal zapfe ich ihn an und laufe da hoch. Spricht da was dagegen? Dass ich da hochlaufe? Dass ich nicht wegkomme. Also muss ich mir erst Platz machen. Sonst fällt der mir auf den Kopf. Genau. Okay. So. Das ist irgendwie die falsche Richtung. Aber der hier ist die zweite Chance. Ah, fuck. Okay, den habe ich noch. Okay, der kommt. Er wird sehen. Der kommt hier hin, wo er soll. Der läuft links rum. Und jetzt habe ich ihn verpasst. Habe ich noch eine Chance? Ist bestimmt oben drüber nochmal ein Stein. Ja,
Nee, doch, den kann ich mir holen. So, jetzt muss ich nur... Ja, das wär's gewesen. Okay, jetzt, er geht wieder runter. Ja, nein, das wär's noch gewesen. Kann ich ihn, ich kann ihn von oben holen. Ich kann auch von oben, oder? Ich kann vielleicht auch, nee, das wird nichts mehr. Habe ich noch einen? Ah, der kommt auch. Nee, ich glaube, ich hab's verbockt. Ich habe es verbockt, aber jetzt weiß ich doch, wie es geht. Nächster Versuch wird. Wer will wetten? Weiß noch einer, wie ich es gerade hingekriegt habe? Ich habe es vergessen. Ohne Witz. Hier habe ich ihn reingeführt. Jetzt, genau. Das war leicht. Und dann habe ich hier Platz gemacht. Und dann habe ich einfach von oben sehr viel reingeworfen. Und die hole ich mir. Und mache hier Platz. Und das hätte ich nicht machen sollen. Das auch nicht. Vielleicht reicht es ja, wenn ich hier etwas klüger abbaue. Das könnte einfach auch mal hier klappen irgendwie. Anyway. Jetzt kommt er. Das schaffe ich eigentlich jetzt mittlerweile immer. Und dann bin ich später auf einmal unvorsichtig. Und Unvorsichtigkeit kommt vor dem Felsschlag. Genau, sauberer abarbeiten. Damit ich sie rüberschieben kann. Alles nicht optimal, was ich da mache. Wirklich echt nicht optimal. Aber ich glaube, man könnte es allein auf der Seite schaffen, wenn man es besser macht. Ich bin echt zu blöd. Also, wir machen es. Ja, wir machen es mit den Viechern. Okay. So. Und ich hole mir jetzt erst das zweite Loch. Bevor ich mich da engagiere. Und ich habe mich jetzt hier schon zugebaut, das ist nicht gut. Das muss ich hier außen rum. Aber das geht ja noch. So. Genau. So. Und jetzt warte ich, bis der irgendwann hierher kommt. Nichts leichter als das. Ich muss da nur schnell sein. Geduld, was sagt der Chat? Genau nicht so. Jetzt passt mal auf. Alle, die an mir gezweifelt haben, werden jetzt den Sekundenzeiger beim Verrinnen zugucken. Und irgendwann kommt er doch hoffentlich hierher oder kommt er hier gar nicht her. Womöglich kommt er gar nicht her. Doch. Ja, wie geplant, seht ihr? Und jetzt müsste ich den Level eigentlich schaffen. Und ich habe auch noch genug Zeit. Trotzdem soll ich mich jetzt halbwegs klug anstellen. Aber halbwegs reicht jetzt. Hier eben nicht unter ihm wegbauen, dass er schön da reinfällt. Ihn schön schieben. Müsste schon reichen. Und da machen wir es genauso. Jetzt nichts auf den Kopf fallen lassen. Rein. Ich habe noch 35 Sekunden. Weiß jemand, wo der Ausgang ist? Ich nicht. Dann sollte es nicht scheitern, oder? Dass ich den Ausgang nicht finde. Dann gucken wir lieber mal langsam. Was für Schicht machen. Wo ist der Ausgang? Wo ist der fucking Ausgang? Wo ist der fucking Ausgang? Da ist er nicht. Da ist er. Okay. Tja,
Das sind die Originallevels vom C64, meines Wissens. Das haben die einfach nachgebaut. Das war der Witz daran. Wir dachten erst, das ist in der 30 Years Anniversary drin, aber da ist das nicht drin. Und dann gab es ja nach der ersten, ja, wir liegen super in der Zeit, noch 4 Minuten. Nein, nein, keine Angst, das machen wir natürlich. Dann gab es ja noch X, Christmas Pack und Boulder Dash 2 und das waren eigentlich alles nur neue Levels und genau. So. Hä? Ah, okay. Da muss man bestimmt was denken, gell? Jetzt lass mich mal überlegen. Ich kann den schieben. Dann muss ich so rum, dann kann ich den schieben. Ich hole mir nämlich alle neuen. Oh, aber nicht in der Zeit anscheinend. Das Spiel verhält sich gerade etwas seltsam, aber wir schaffen das schon. Ach, und dann werden... Ah, ja, das macht Sinn. So lerne ich die Spielregeln wieder kennen. Ach ja. Ja, das macht Sinn. Okay. Also, das will ich nicht. Also, was will ich denn dann? Oh Gott. Ich will sie alle da... Ja. Ich will sie hier rumschieben. Ja, ich will was ganz anderes. Was ich will, ist... Was ich will, ich verrate es euch aber nicht. Ich will die hier so reinschieben, dass sie nur unten reinfallen. Mal sehen, ob ich es so schaffe. Nein, das, ich sag's und dann mache ich's nicht. Ich dumm Depp. So. Also. Den kann ich ja, da passiert nichts. Den schaffe ich auch. Genau. Ah, und wenn da voll wäre, würden sie auch nicht mehr durchfallen, die Diamanten. Aber ich glaube, das braucht... Ja, jetzt, der ist verloren. So. Und jetzt... Ja, ich habe keine Zeit, ich weiß. Man hat nie Zeit. Ich muss erst mal rauskriegen, wie das geht. Und dann schiebe ich sie so von hier aus, dachte ich jetzt irgendwie. Ja, oder gibt es da was Schnelleres, was Einfacheres? Kapiere ich was nicht? Also die Chance, dass ich was nicht kapiere, ist natürlich grundsätzlich groß. Ah, halt, ich weiß, wie ich es mache. Schaut, so mache ich's. Und dann reichen nämlich die anderen, die ich aber trotz... Ja, ich muss... Ich fange sie einfach. Aber da muss ich halt mehr fangen. Okay. Ja, das ist die Lösung. Also. Seht und staunet. Damit habe ich nämlich es geschafft, wenn ich jetzt nicht versage. Hättet ihr es auch geschafft? Ich glaube nicht. Tata, tata, tata. Ah, hier hat es auch der Autobler geschrieben. Der kennt das offensichtlich. Ja, 19. Ich muss sagen, so Nemesis-mäßig war es bislang nicht. Bei dem einen habe ich sehr lange gehangen. Da hat es mich echt genervt. Aber ich bin einfach zu gut. Sehen wir mal, ob das so bleibt in den letzten beiden Levels. Erst also ist wieder konventionell, da geht es nicht darum, einen Trick anzuwenden, sondern es einfach gescheit zu machen. Ich weiß nur nicht, ob das hier noch gehen wird, weil ich da jetzt nicht mehr unten durchkomme. Hoffentlich gibt es einen Parallelweg. Nee, gibt's. Doch, gab's hier, aber gibt's da was? Das ist ja kein Problem. Hier kann eigentlich nichts anbrennen. Ich habe aber gelernt, dass es wichtig ist, sich Platz zu machen. Da mache ich das mal. Prophylaktisch. So, und jetzt wird's erst schwierig. Also, was soll ich hier tun? Ich muss da irgendwie durch. Das scheint mir aber nicht so das Riesenproblem zu sein.
das war knapp. Oft prüfe ich euch ja nur und tue so, als ob, aber das war echt knapp. So. Also, das scheint mir jetzt einfach gewesen zu sein. Wo ist denn das Türchen? Das war doch kein Level 19. Und jetzt kommt Level 20. Dann schauen wir mal. Ich habe kein einziges Mal Continue genommen. Doch ganz am Anfang bei Level 3 mal aus Spaß, glaube ich. Und jetzt, das sieht ja wild aus. Wenn was wild aussieht, ist ja meine Meinung Vereinfachung. Zum Beispiel beim Schach einfach viele Figuren gleich am Anfang verlieren. Natürlich immer so, dass es Pari ist. Dann muss ich nicht mehr so viel denken. Ja, das wird nichts. Okay. Ja, also müssen wir mal uns das genauer anschauen. Der kann ja nicht raus so lange. Ich mache mal alles weg, wo mir nichts passieren kann. Da kann mir sofort was passieren. So. Genau, dann gucken wir mal, was hier hinten so los ist. Da ist gar nichts los. Okay. Hm. Wahrscheinlich ist hier der Trick, dass man denen eine möglichst lange Bahn baut, wo sie beschäftigt sind und nicht zurückkommen, oder? Das würde ich jetzt mal vermuten. Verdingst. Aber das Dumme ist, dass ja irgendwo dann doch immer ich auch stehe. Aber, oder? Das ist doch... Das muss doch, sonst wäre er nicht. Das ergibt sich daraus, dass hier so viel Platz ist. Das kann man natürlich besser machen als ich. Und jetzt laufe ich. Ach Gott, ja, ebenso nicht. Jetzt muss ich präzise laufen. Jetzt haben wir dieser Nachzieheffekt, der ist programmiert. Ja, klar ist er programmiert. Ah, ich Depo! Naja, gut. Finde ich nämlich ein nettes Detail. So, und was mache ich jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, wie ich die jetzt am besten abernte. Den langen Zug am Ende natürlich, oder? So, gucken wir mal, was passiert. Okay. Okay, der läuft immer da entlang, gut zu wissen. Ich finde es relativ stressig. Ah! Ja, genau, und ich mache mir hier so einen Safe Space, weil die gehen ja nicht in die Mitte. Hier müsste ich völlig sicher sein. Ja, wo sind sie denn jetzt? Ach, da sind sie, hallo. Aber meine Idee war, glaube ich, gar nicht so falsch. Die laufen da immer rechts rum. Dann weiche ich aus. Und irgendwann wird es halt lustig. So. Nee, keine Panik auf der Titanic. Der läuft das jetzt ab. Mir kann nichts passieren. Aber von dem kann mir was passieren. Okay, das war's. Schade auch. Gut, ich weiß, sie gehen nach rechts raus, korrekt? Also baue ich mir hier mein Sicherheitsding. Und sie laufen immer rechts entlang. Rechts entlang. Also hier weiter. Da weiter, da rechts würden sie jetzt laufen und immer, immer weiter rechts. Hier rechts ist oben, mir das nicht kaputt machen. Dann hier rechts wieder runter. Dann hier rechts. Dann hier rechts. Habe ich recht? Ich habe doch recht. Hier rechts. Kann ich auch größer machen. Dann hier rechts. Das ist so befriedigend, dieses Malen da. Hier rechts. Genau. Die Zeit habe ich mir gegeben. Könnte man es noch besser machen? Nicht mehr viel. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Und dann testen wir.
unsere Theorie. Halt jetzt nichts hier. Genau, tschüss. Dann kommen die nächsten beiden. Ach, ich habe vergessen, sie freizulassen. Dann hole ich mir halt den hier noch. Und den. Das wird mir, irgendwie ist es, ja, geht das mal nach unten. Ja, und irgendwann kommen sie wieder. Ich muss das schneller machen. Ich muss mir einmal merken, wo sie wirklich rauskommen, die Viecher. Jetzt machen wir mal, Chaos auf der Baustelle. Ja, genau. Ja, und dann kommen sie wieder und dann bin ich verratzt irgendwann. Aber also es war schon richtig, wie ich es gemacht habe. Ich muss nur hier oben schneller ernten quasi. So. Ach komm. Warum genau bin ich jetzt in eine Sackgasse gegangen? Sagt ihr es mir? Ihr seid eh so ruhig gerade. Ja, genau, was Sarah Solus hier schreibt. Vielen Dank übrigens. Aber das versuche ich ja bereits umzusetzen. Ich weiß es nur nicht, ob ich es schon so gut mache, wie es sein muss. Aber eigentlich hatten wir denselben Gedanken. Also, rechts. Hui. Hui. Da oben lasse ich mir Platz. Eigentlich kann ich so machen. Ja, genau nicht so, sondern ich kann einzelne machen. Weil das kostet sie noch mehr Zeit. Muss ja nicht perfekt sein. Weil sie müssen dann immer durch, merken, es geht nicht weiter und zurück. Das ist, bringt noch mehr Zeit. Ich kann natürlich da hinten noch ganz hoch gehen. So. Wenn es nicht reicht, mache ich es einmal ganz exakt. Aber ich versage nicht hier, ich versage dann beim Freilassen aus den Käfigen. So. Und dann noch mein Rettungsding. Machen wir hier. Genau, okay. Dann. Ja, jetzt laufen die gleich los. Das war jetzt gar nicht ungefährlich, aber ich habe es mit Bravour bewältigt. So. Jetzt laufen sie auf einmal gleich ein. Das war doch vorhin anders. Also das überblicke ich noch nicht wirklich, was sie da machen. Jetzt verliere ich wieder Zeit. Aber hoffen wir mal. Oh Gott. Ja, ist doch noch zum Nemesis-Spiel. Okay. Also, so geht's nicht. Hier gibt's meine. Nee, das ist der Blödsinn. Eigentlich kann es doch gleich hier machen. Jetzt machen wir es mal perfekt, zumindest da hinten. Also von der Logik her baue ich mir hier meine Sicherheitszone und falls ich jemals dann verfolgt werde, baue ich mir hier noch eine Ausweichmöglichkeit. So, aber jetzt. Genau. Dann einmal hier hoch, jetzt nicht zu stürmisch. Einmal hier. Einmal hier. Ab jetzt ganz hoch. Natürlich mit einem Dings. So. Und jetzt ist die Vorbereitung abgeschlossen. Jetzt kommt das Performen. Machen wir es mal dieses Mal einfacher. Nee, eigentlich ist einfach gar nicht. Ich müsste einfach mal studieren, wo die hinlaufen, weil ich weiß es halt einfach nicht. Warum läuft der jetzt zum Beispiel da lang? Woher kann ich das rauskriegen? Egal, ich muss einfach jetzt hier nicht zu lange trödeln. Genau.
dann, da hole ich mir gleich. Ja, ihr wisst, dass jetzt das Docker-Video nicht mehr fertig wird. Da müsst ihr mich jetzt weitermachen. Dann kommt es halt erst morgen. Wird schön. Wird schön, aber das will ich jetzt wissen. Aufi. Die Idee war, glaube ich, gut, mir hier eine Rettungs-Dings zu machen. Wenn das nicht so lange dauern würde, diese Vorbereitung. Ich gucke, wenn ich das nächste Mal versage, unwahrscheinlich, aber theoretisch möglich, schaue ich mal in den Chat, ob ich irgendwie einen Denkfehler mache. Ach, kann es vielleicht sein? Nee, dass man am Pulsieren sieht, in welche Richtung. Vielleicht sieht man das, aber mir ist das zu schnell und aufgeregt, ehrlich gesagt. Guck mal, wie schön das hier wird. Ach, das ist so richtige Tiefbaukunst hier. Eieieiei. Schaut euch das an. Ich schaue jetzt gleich in den Chat in wenigen Sekunden. Vielleicht hat jemand einen Tipp, weil wenn ich das wüsste, dann wäre das ja alles einfach. Aber so versage ich halt. Okay, also ich schaue in den Chat jetzt. Wir haben wenige Sekunden. Ja, das schaue ich mir nachher an. So. Ja, also wir an der linken ist schon richtig, aber so ganz verstehe ich es doch nicht. Doch ja, immer links. Ja, ja, also der, das kann ich jetzt voraussagen. Wenn ich die jetzt hole, werden sie nicht hier reinlaufen zu mir, sondern durchgehen. Ja, ja, ich glaube, ich habe es kapiert. Okay. So. Und auch bei ihm, solange ich da links nicht aufmache, gehen die alle straight to the top. Genau. Take me to the top. Und der müsste auch einfach verschwinden, aber es wird halt irgendwann, da kommen nämlich die ersten schon wieder, sind schon auf dem Rückweg. So, auch der wird nach oben rausgehen. Die Frage ist, ob mir die Zeit bleibt, die ich brauche. Und darum, ich bin misstrauisch. Ja, ja, der erste kommt jetzt gleich, glaube ich. Okay. Gucken wir mal, was passiert. Oder kommt die gar nicht mehr raus? Das wäre natürlich superb. Warum ist jetzt? Das macht keinen Sinn. Wo? Warum? Warum? Oder kam der schon aus der anderen Richtung? Das fand ich jetzt fies. So. Und jetzt könnte ich raus, aber ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Und ich will im letzten Level einfach alles schaffen. So bin ich einfach. Nee, ich will einfach nur noch nach Hause. Aber ich fahre. Nein, ich komme ein bisschen Ambition hier am späten Abend. So, und jetzt, wo ist der Ausgang? Wer kann es mir sagen? Wer kann es mir sagen? Wer kann es mir sagen? Ich habe sonst keine Fragen. Wo ist der Ausgang? Sieg, ich hab's geschafft. Juhu. Ich bin der Größte. Puh. Ja. Das war das gar nicht mal so schlimme Nemesis-Video, aber ich hatte Spaß. Ich weiß, das ist nicht der Sinn des Ganzen, aber manchmal darf man ja auch Spaß haben bei einem Nemesis-Video. Ich habe mich weniger dumm angestellt, als ich dachte. Finde ich, was ihr findet, behaltet es für euch. Und 20 ist jetzt Schluss. Jawohl. Ich hatte ehrlich gesagt in Erinnerung, dass die C64-Fassung, aber das ist wahrscheinlich eine reine Fehler, dass die 40 Levels hatte, aber 20, dann waren es wohl nur 20. Ja, vielen Dank.